Hallo, heute gucke ich mir Johanna mal an, wie sie auf dem Rücken liegt und ob sie zum Beispiel eine leichte Bevorzugung einer Seite hat und wie sie überhaupt drauf ist. Johanna ist super gut drauf, freut sich, lacht, hat ganz toll die Hand im Mund und spricht mich sofort an. Und Johanna, ich will mal gucken, ob du deinen Kopf zu beiden Seiten drehst. Und wir fangen mal hier an. Drehst du den Kopf auch ganz toll nach links? Ja, hier bin ich. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal, wie toll. Wie toll. Wie schön. Ja. Lass dir mal Zeit damit. Man lässt die Kinder sich immer verfolgen. Sich oder ich könnte jetzt auch zum Beispiel so ein Spielzeug nehmen. Noch findest du mich toller als den kleinen Panda-Bären hier. Das ist sehr freundlich. Oh ja, das ist sehr freundlich. Und auf Zurufen geht das noch nicht, dass Johanna ihren Kopf jetzt dreht, wenn ich ihr zurufe und sie mich gar nicht anguckt, sondern sie muss mich wirklich mit ihren Augen verfolgen. Und ganz toll ist es, so wie jetzt gleich, genau, dass die Schultern liegen bleiben und ihr Kopf bis zu den Ohren abgelegt wird. Und das geht sensationell. Johanna, du bist super. Und dabei hat sie schön beide Händchen so zusammen gefaltet im Mund. Das heißt, sie hat ihre Mittellinie da gefunden. Also das ist ganz, ganz toll. Und das geht wahrscheinlich auch zu dieser Seite. Wir gucken mal, Johanna, ne? Ja. Wir gucken mal. Oh, das geht ja super. Ja, guck mal. Toll. Ganz fein. Ja. Genau. Oh. Und wir können auch noch mal gucken, wie hoch du hier oben hochkommst. Huhu. Huhu, ja. Und noch mal nach unten. Super, dann nimmst du deine Beinchen schon mit hoch. Toll. Super, das konnte man jetzt schön sehen bei Johanna, dass sie zu beiden Seiten das gleichzeitig gleichmäßig macht und auch nach oben gucken kann und hier nach unten fußwärts gucken kann. Das ist super toll. Und darum kommt sie jetzt erstmal hoch zu mir. Guck mal, Johanna, kleiner Filmstar. Prima.